herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Wir haben uns was richtig Cooles überlegt. Bianca und ich werden heute in einer Challenge gegeneinander antreten, und zwar in einer Instagram-Foto-Challenge. Ja. Wir haben hier ein Glas mit verschiedenen Begriffen. Zu denen, oder eigentlich Hashtags, zu denen man ein Foto machen kann. Außerdem haben wir beide schon unsere Handys am Start. Genau. Und wir werden gleich uns aufteilen. Wir haben dann jeweils 5 Minuten Zeit, ein cooles Foto zu diesem Thema zu machen. Das wird gar nicht so einfach. Genau, wir begleiten uns jeweils mit einer Kamera. Mhm. Und deswegen, vielleicht zeigst du gerade, wir haben schon unten ein Stativ drunter gemacht, weil man kann ja nicht dann das Handy halten, auch noch die Kamera halten. Wir müssen die Kamera inzwischen drin auch mal irgendwo abstellen. Und ja, ihr könnt jeweils dabei sein und ihr dürft natürlich am Ende abstimmen, wer die coolsten Fotos gemacht hat. Ich bin auch schon echt gespannt. Also wie gesagt, wir vloggen ja dabei. Es ist gar nicht so einfach, so Kamera, Fotoidee und dann noch ein Foto machen. Genau, und dann soll auch noch ein cooles Foto dabei rauskommen. Genau. Aber wir haben ja hier jetzt einige Sachen gesammelt. Willst du vielleicht einen Begriff ziehen? Ja, ich würde direkt einen ziehen. Genau. Okay, Obst. Hashtag Obst. Also irgendein Foto mit Obst. Es muss natürlich kein echtes Obst sein. Man kann auch irgendwie was gebasteltes oder wo Obst drauf ist. Irgendwas, was mit Obst zu tun hat. Eben Hashtag Obst. Ich würde sagen... Okay, es wird... hast du schon eine Idee? Nee, die müssen wir... Wir müssen uns jetzt einfach schnell beeilen und loslaufen. Genau. Wir gucken ein bisschen auf die Uhr. 5 Minuten haben wir Zeit und dann treffen wir uns in 5 Minuten in der Wolke wieder. Bis gleich. Bis gleich. So, also es ist gar nicht so einfach tatsächlich. Aber ich werde jetzt runter zu Eva in die Küche gehen. Ich weiß, dass wir nämlich da schönes, frisches Obst haben und werde mir dabei jetzt irgendwas einfallen lassen. Noch bin ich planlos. So, ihr Lieben, ich hatte eine geniale Idee, und zwar ist mir eingefallen, dass wir im DIY-Studio hier ja diese Gardine haben, mit Orangen drauf, also Obst. Ich denke mal, Bianca wird was ganz Klassisches wählen und Obst fotografieren, aber ich werde das Ganze ein bisschen anders interpretieren und ein Foto von mir vor diesem Orangenvorhang machen. Ich werde ein bisschen Licht gleich aufstellen und dann mache ich das Foto. So, ich bin jetzt bei Eva in der Küche. Hi. Eva hat schon irgendwas Leckeres gebacken. Genau, also hier haben wir lecker Obst. Damit werde ich jetzt versuchen, irgendwie ein Foto zu machen. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht nur diesen coolen Hintergrund, sondern ich habe auch noch diese Ananas gefunden. Die habe ich selbst mal gebastelt. Passt also auch super gut zum Thema Obst. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, ein paar coole Fotos hier von mir zu machen. Natürlich im Selfie-Modus. So, es ist gar nicht so einfach, aber ich habe eine Banane gefunden. Und ich werde jetzt sozusagen ein Selfie machen und einfach so tun, als würde ich lachen. Ich versuche euch mal dabei mitzunehmen. Ich stelle euch einfach mal hin. So. Und mal gucken, ob das funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Ich bin mal gespannt, was Bianca sich da einfallen lassen hat. Ich glaube, die Zeit ist auch schon rum. Ich werde jetzt ganz schnell zurück in die Wolke gehen. Ich habe halt ein Bananengesicht, ne? Was lustig ist. Ich bin gespannt, was Cardi gemacht hat. So, da ist Bianca. Ja, die Zeit war knapp, ne? Also ja, man muss sich schnell eine Idee einfallen lassen. Obst ist auch nicht ein ganz einfaches Thema, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, also ich auch. Bei mir ist es sehr witzig geworden. Soll ich es dir mal zeigen? Also meins ist das hier. Ja, cool. Zeig mal deins. Das ist ja auch richtig cool. Ja. Wir blenden natürlich jetzt beide nochmal für euch ein. Und wie wir eben schon gesagt haben, schreibt rein, welches Foto ihr cooler findet. Ja, also wie gesagt, die Zeit war sehr knapp, um sich da irgendwas groß auszudenken. Ich hatte erst noch eine andere Idee, aber dann dachte ich mir so, ach, machen wir es ein bisschen witzig. Genau, ich bin gespannt. Bist du bereit für den nächsten Begriff? Ich bin bereit. Ich glaube, Obst hatte ich gezogen, oder? Nee, hatte ich gezogen. Okay, also du bist jetzt dran mit Ziehen. Ach ja, genau, ich bin dran mit Ziehen. Dann kommt der nächste Begriff. Black and White. Oh. Schwarz-Weiß. Also... Irgendwas in Schwarz-Weiß kann natürlich auch ein Schwarz-Weiß-Filter sein. Genau. Auf die Plätze. Fertig. Okay. Los. Geht los.
5 Minuten. So Leute, ich bin jetzt einfach mal in den Keller gelaufen. Bei Schwarz-Weiß ist mir irgendwie noch nicht so richtig was eingefallen, aber ich dachte, im Keller ist es dunkel und ja, vielleicht gibt das hier so ein bisschen so eine Atmosphäre her für ein Schwarz-Weiß-Foto. Ich muss jetzt nochmal schauen, da hinten ist ja so eine Treppe. Vielleicht werde ich da ein Foto machen oder so. Mal gucken. Für mich geht es jetzt ins DIY-Studio. Ich würde gerne irgendwas mit so einer schwarz-weißen Pappe machen. Muss aber allerdings mal gucken, ob wir sowas im DIY-Studio haben. Beziehungsweise, ja, muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich habe gerade auch schon eine ganz coole Idee. Ich habe ja hier so eine schwarze Wand, wo man eigentlich cool was machen könnte. Und ich gucke mich jetzt mal hier noch um. Gar nicht so einfach, ne? Gerade auf Zeitdruck oder so, sich da Gedanken zu machen. Aber gut, das ist ja die Challenge. So, ich habe mich jetzt hier einfach mal gerade auf der Treppe niedergelassen. Ich werde jetzt erstmal bei meinem Handy hier den Schwarz-Weiß-Modus auswählen beim Foto. Und dann, ja, schaue ich mal. Ich glaube, ich mache erstmal das Foto und dann werde ich das in Schwarz-Weiß umwandeln. So, also ich werde es jetzt eigentlich ganz simpel machen. Und zwar ist es ja schwarz-weiß. Das heißt, ich habe ja auch so einen schönen schwarzen Pullover an. Ich werde jetzt einfach so ein bisschen winterlich machen mit dem schwarzen Hintergrund und dass sozusagen dann eigentlich nur das Gesicht zur Geltung kommt und der Rest schwarz-weiß ist. Dafür werde ich einfach einen Filter nehmen, so einen Schwarz-Weiß-Filter. Und ich bin gespannt, wie es ausschaut. Dann gucken wir mal. Ich werde so ein bisschen so die Atmosphäre von dem Keller hier nutzen. Hier hinter mir ist ja dieser lange Flur. Ich finde, das wirkt so ein bisschen düster und ich finde, Schwarz-Weiß ist vielleicht auch so ein etwas düsteres Thema. Ich werde einfach wieder von mir ein Selfie machen mit diesem Flur im Hintergrund und das Ganze dann im Schwarz-Weiß-Modus. Ich gucke auch ein bisschen ernst extra. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Ihr werdet es gleich sehen. Foto ist im Kasten und mal geguckt. Macht mich schon ganz kürre hier. Ich bin gespannt, ob Kadi schon da ist. Ich schau mal. Und sie ist noch nicht da. Das heißt, ich bin Erste. Naja, sie hat ja noch ein bisschen Zeit. Und ich bin gespannt. So, hier seht ihr mein düsteres Foto mit ernstem Blick und dunklem Keller. Also es ist so ein, ein bisschen künstlerisch, mystisches Bild und ja, ich sehe auch ziemlich ernst aus. So kann ich also auch gucken. Ich werde mal schnell wieder zu Bianca laufen und mal schauen, was die zu dem Thema gemacht hat. Und, Bianca ist auch schon da. Ich bin gerade gekommen. Okay. Puh. Und, hat's geklappt? Ja. Ich habe ein ziemlich düsteres, ernstes Foto gemacht. Ja. Okay, ich bin gespannt. Willst du mal sehen? Ja, ich bin noch nicht ganz. Ich würde gerne noch kurz. Ich habe es auch gerade schon in Schwarz-Weiß-Modus. Ja, das muss ich nämlich noch machen. Okay. So schnell war ich jetzt noch nicht. Ihr habt es schon gesehen. Bianca, zeige ich es jetzt hier gerade. Oh, das ist echt toll. Ein ernstes Foto von mir im dunklen Keller. Das sieht echt aber toll aus. Gefällt mir sehr gut. Oh, ich bin schon wieder ganz außer Atem. Vom Keller gerade hier hochgelaufen bis in die Wolke. Das ist echt anstrengend, ne? Ja. So, warte. Ich mache schnell den Filter drauf. Und ihr seht natürlich wieder beide Fotos eingeblendet. Ja, also ich würde sagen, ich glaube, das wirst du gewonnen haben. Ich hatte echt ganz schön zu tun. War auch wirklich kein einfaches Thema, muss man sagen, ne? Mm-mm. Weil es sah entweder zu düster aus, zu böse. Zeig's mir doch jetzt endlich genau, mal. Genau, ich zeig's dir mal. Moment. Genau. Genau, ihr seht's wieder eingeblendet. Genau. Aber ich find's süß. Ja, also ja. Ich finde, es war sehr hell. Ich hatte echt Probleme so mit den Lichtverhältnissen im DIY-Studio. Aber gut, es ist ja eine Challenge. Wollen wir noch eine Runde machen? Würde ich sagen. Okay, ich hoffe, dann. Jetzt kommt ein angenehmeres Thema. Kannst du wieder ziehen? Ja, ich bin gespannt. Oh, Natur. Okay. Natur. Natürlich sind wir wieder ein bisschen eingeschränkt hier. Entweder laufen wir schnell nach draußen in 5 Minuten. Oder wir müssen irgendwas Natürliches hier bei uns in den Studios finden. Ja, ich denke, ich werde bestimmt mal raus in die Natur gehen. Okay. Mal kurz frische Luft schnappen. Aber es wird natürlich zeitlich, ne? Also ja. Wie gesagt, 5 Minuten. 5 Minuten. Wir dürfen nicht weiter quatschen, sondern es geht direkt weiter. Ja, let's go. So, ich habe meine Jacke schon angezogen. Und ich werde jetzt
draußen ein Foto machen. Ich bin heute sowas von ideenlos. Das geht gar nicht. Ist halt tatsächlich gar nicht so einfach. Hui, und es ist auch ganz schön kalt. Genau, let's go. Ich mache mich schnell auf den Weg nach draußen. Hab auch schon meine Jacke angezogen. Ist ja draußen ziemlich kalt. Und ich hoffe, dass ich schnell ein schönes, natürliches Motiv finde. Ist natürlich auch nicht ganz einfach im Winter. Es ist echt kalt, ne? Es ist gar nicht so einfach, was Grünes hier zu finden. Vor allem, wenn hier so viele Leute sind, kommt man sich ja gar nicht beobachtet vor. Nein. Jo. Es ist gut, Naturfotos zu machen im Winter. Aber wie gesagt, ja, ich gucke jetzt, ob ich was finde. Ich wollte irgendwas mit einem Blatt machen oder so und das so vors Gesicht halten. Mal gucken. Ja, der Rasen hier zum Beispiel sieht ja nicht so toll aus. Boah, es ist auch mega windig hier draußen. Aber ich finde diese Bäume eigentlich ganz cool. Das ist jetzt so das Einzige, was ich entdeckt habe, was echt cool aussieht. Ich werde jetzt einfach hier versuchen, mein Foto zu machen. Jetzt muss ich erstmal meine Kamera finden, mein Handy. So, der schönste... Das Schönste ist es hier nicht, aber hier gibt es halt tatsächlich ein paar Blätter und ich werde jetzt mal was versuchen, was ein bisschen eklig ist, weil es ist etwas nass und aber mal gucken, ob ich was damit hinbekomme. Ja, das sieht doch ganz cool aus eigentlich mit diesem Baum im Hintergrund. Wieder ein Selfie, aber es sind auch gerade irgendwie nicht so schöne Sachen hier, wenn man eine schöne Blume fotografieren könnte oder so, aber ich zeige euch gerne nochmal den Boden. Hier Herbstblätter. Wie ich in Herbstblättern stehe, könnte auch ein schönes Motiv sein, aber ich finde, das sieht alles nicht so schön farbenfroh aus. Dann mache ich es lieber mit diesem Baum im Hintergrund. Ich glaube, das Foto ist auch ganz cool geworden. Ihr werdet es gleich sehen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder ganz schnell zurück ins Studio bewegen. So, ich glaube, ich habe das Foto im Kasten. Los geht's. Wir sind wieder beide zurück. Boah, Leute, ich sag's euch. Diesmal müssen wir uns echt beeilen, ne? Ist ganz schön anstrengend. Draußen ist windig auch, ne? Ja, ist auch kalt. Und es ist echt anstrengend, gerade durch diesen Zeitfaktor, den wir halt haben. Ja. Gut. Aber ich glaube, also mein Bild ist eigentlich ganz cool geworden. Ja. Genau. Also ich habe. Wow, das ist echt richtig schön geworden. Ja. Genau, es wird euch ja auch nochmal eingeblendet. Meins ist auch wieder ein Selfie. Ich zeig's dir einmal. Ach, hier. Wie süß. Ich habe mich von einem Baum fotografiert. Ich habe mich eben auch noch von einem anderen Baum fotografiert, aber habe mich letztendlich dann für dieses Foto hier entschieden. Genau, ihr werdet die beiden Fotos wieder nebeneinander sehen. Ihr könnt wieder abstimmen. Und ich glaube, eine Runde machen wir noch, oder? Ja, eine noch. Und ja. Dann wird's wohl. Okay, aber es macht Spaß. Es macht wirklich auf jeden Fall Spaß. Könnt ihr auch mal mit Freunden nachmachen. Immer auf Zeit schnell euch wieder treffen und jeder bringt ein Foto mit. Ja, wollen wir. Ich bin genau, dran. Genau, du bist dran mitziehen. So. Wenn man aufs Glas. Jetzt wird's richtig warm hier in den Jacken, ne? Ja. Puh, so. Was haben und wir? Beauty, okay. Okay. Es wird bestimmt dann auch noch mal wieder ein Selfie. Ja, denke auch. Irgendwie, ne? Wir hatten eigentlich auch vor, irgendwie mal. Nichts mit Selfie zu machen, aber ich glaube, ja, genau, das ist schwierig bei den Themen. Natur, ich meine, wenn jetzt hier gerade ein wunderschöner Strand wäre, dann hätte ich bestimmt auch ein anderes Foto machen können, aber es sieht halt sehr winterlich aus. Ich habe es euch auf der Kamera eben auch gezeigt. Selbst die Herbstblätter auf dem Boden sehen halt im Moment nicht so schön. Du hast ein cooles Blatt noch gefunden. Ja, das war aber noch, aber es war halt echt nass und das Lustige war, dass es mir immer so durch den Wind voll gegen das Gesicht geknallt. Dann ist jetzt Beauty das richtige Thema. Mal schauen, was uns da einfällt. Ja. Auf die Plätze, fertig. Und los! Dann bis gleich, ne? Zeit läuft. Ja, also ich finde ja, Beauty ist ja für mich ein schönes Thema. Damit ein Foto zu machen eher schwierig. Aber ich habe da schon eine Idee. Viel kann man ja mit Beauty nicht machen und in 5 Minuten sowieso nicht. Also da jetzt irgendwie sich krass irgendwie ein Make-up zu machen oder so. Aber ich habe schon eine Idee. Dafür werde ich gleich ins Badezimmer gehen. Und muss jetzt aber erstmal schauen, ob wir hier irgendwas haben. Mal gucken. So, da war es gerade wieder sehr dunkel. Und ihr seht wahrscheinlich schon, ich gehe wieder ins Do-it-yourself-Studio. Hier ist es sogar noch ein bisschen chaotisch gerade. Von meinem letzten Foto da hinten. Und hier werde ich einen Beauty-Shot machen.
ein Beauty-Selfie und als erstes lege ich mal meine Jacke ab. So, ich bin im Badezimmer gelandet. Ich bin jetzt tatsächlich gerade fast auf die Männertoilette gegangen. So verwirrt bin ich mittlerweile. Und ich versuche jetzt mal hier irgendwie eins zu machen. Und zwar werde ich mir dann einfach so Lipgloss drauf machen und das irgendwie so in die Kamera halten. Ja, ich stelle euch dafür einfach mal wieder ab, weil beides ist etwas schwierig. Genau, bis gleich. Vielleicht seht ihr schon, was für eine Idee ich hatte. Ich wollte mich hier durch den Spiegel fotografieren. Ich habe auch schon mal meine Haare aufgemacht. Das ist ja auch so typisch Beauty. Und ja, mal schauen, wie das so aussieht mit meiner Kamera. Und dann vielleicht so im Spiegel. Ja, ich finde, das ist schon ziemlich cool geworden. Wo gucke ich überhaupt jetzt hin? Ich werde es natürlich jetzt wieder quadratisch machen und ich glaube, damit kann ich vielleicht gegen Bianca antreten. Also okay, Leute, die Zeit läuft. Auf der Toilette ist zu viel Betrieb. Ich habe jetzt schnell den Lipgloss nachgezogen und werde jetzt einfach ganz sporadisch hier auf der Treppe versuchen, ein Foto zu machen. Dafür stelle ich euch einmal ab. Das Licht ist natürlich jetzt hier nicht so super, aber dafür hat ja das Handy Blitz. Und dann werden wir mal irgendwas versuchen. So, ich habe das Foto jetzt so auf quadratisch gemacht und auch noch so ein bisschen die Farben verändert. Ich finde, es sieht ganz cool aus. Es ist jetzt nicht unbedingt ein typischer Beauty-Shot, aber ich finde mit diesen Haaren und dann im Spiegel ist schon was ganz Besonderes und ich bin sehr, sehr gespannt, was Bianca sich da einfallen lassen hat. Und jetzt muss ich mich wirklich schon wieder beeilen und ab in die Wolke. Ich komme mir so blöd vor. Aber gut, das ist die Challenge. Ich bin gespannt, was bei Cardi rausgekommen ist. Und jetzt geht's hoch, damit ich natürlich auch die Zeit einhalte. Wir sind wieder zurück in der Wolke. Mhm. Und wir haben beide gerade schon gesagt, es ist eine super coole Challenge. Wir haben beide auch wieder ein cooles Foto gemacht. Genau. Ihr werdet es jetzt wieder eingeblendet sehen und wir zeigen es uns gerade einmal gegenseitig. Ja. Ich habe mich vorm Spiegel fotografiert. So. Wow. Sehr schön, sehr coole Idee. Also ich hatte auch so eine ähnliche Idee auf der Toilette, aber ich wurde leider permanent unterbrochen und dann bin ich tatsächlich auch noch auszusehen auf die Männertoilette gegangen. Oh. Hatte ich zum Glück nicht gefilmt, aber war keiner dort, ne? Aber alles gut. Kleine Überraschung mit völlig Kamera. Völlig verwirrt. Ich habe einfach nur einen Lipgloss genommen, den in die Kamera gehalten und mich... Könnte so ein Werbefoto auch sein, ne? Naja. Also, wie gesagt, 5 Minuten, das ist halt eine kurze Zeit. Aber ich muss sagen, ich finde deine Fotos richtig cool. Ich finde deine aber auch richtig cool. Ja. Ihr könnt natürlich jetzt abstimmen. Ich glaube, wir blenden euch einfach alle gerade nochmal ein. Und ihr könnt abstimmen, wer hat diese Challenge gewonnen. Und es hat uns so viel Spaß gemacht, wir könnten uns vorstellen, das nochmal zu machen. Genau. Vielleicht irgendwie ein bisschen abgewandelt. Wir haben auch hier in unserem Glas immer noch viele verschiedene Themen, zu denen man Fotos oder Selfies oder Instagram-Bilder machen kann. Vielleicht habt ihr Lust, das nochmal zu sehen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Genau. Und vielleicht ist auch ein bisschen mehr Zeit dann. Und ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Video. Genau. Und gerne auch unseren Kanal abonnieren und auf die kleine Glocke klicken. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.